Hallo und zurück, liebe Muddis. Wir sind noch in Episode 8 in Hollywood um 1937 und wir kommen zu einem nächsten Bild. In der Episode, oder in diesem Bild dieser Episode, sollen wir Koffer suchen. Hier fangen wir an, Symbole für uns zu behaupten. Eins habe ich. Und das zweite möchte ich auch noch finden haben. Aber da haben wir schon unser erstes Problem. Wo ist er? Da. 20 Koffer sollen wir finden und am besten ist natürlich so schnell wie möglich hintereinander, damit man einen Zeitbonus bekommt. Also ich fange am besten hier an. Da, da, da. Da, da. Da. Ich arbeite mich so rum. Da. Nee, da, da, da. Da muss ich ganz schnell rüber. Da, da, da. 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 Da, 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 da. Okay, oh. Und noch ein. Schade, nicht alle auf einmal. Und einer fehlt mir. Mist! Wo ist denn der? Ein so ein dummer Koffer. Es hätte so schnell gehen können. Da unten der Ecke. Das war echt dreckig. Doch, aber wir sind im... Nein, im Cockpit. Oh, da ist das auch immer so unordentlich. Oh nein. Klickt 4 und 6. 4 und 6. Aha. Ein Käfig, eine griechische Säule. Eine griechische Säule. Okay. Und eine Schnecke und eine Kanone. Und das zweite Angstsymbol. Also noch allerhand. Da schon. Das zweite Angstsymbol. Eine Kanone und eine Schnecke. Kanone ist hier. Und eine Schnecke. Eine Schnecke. Gar nicht. Doch. So, zweite Liste. Wolle. Aloe Gewächs. Ah, hier. Panda, den hatte ich doch hier irgendwo. Der war doch hier irgendwo. Den habe ich auch eben noch gesehen.
Panda. Kung Fu Panda. Ja, egal. Lampe, Schachbrett, Uhr, irgendwas. Buntstifte, Hase, Frosch. Hase. Buntstifte. Im Flugzeug. Was macht man damit? Keine Ahnung. Glocke. Die hatte ich auch schon gesehen. Nee, das ist eine Klingel. Ja, toll. Platziere den Hebel. Was für ein Hebel? Was für ein Hebel denn? Ich sehe hier gar keinen Hebel. Oder der hier? Ne, das ist ein Gummiknüppel. Was denn für ein war denn dieser? Da ist der Panda. Wo ist denn hier ein Hebel? Ich sehe keinen Hebel. Ah, da ist er. Hä? Auf geht's zur Insel. Und da suchen wir 15 Unterschiede plus Unterschiede. Da muss man echt schon ganz genau hingucken, ne? Fünf fehlen noch. Sich tierisch konzentrieren, damit ich hier irgendwie sehe. Da ist noch. Noch zwei Unterschiede. Ich sehe gerade gar keinen mehr. Das heißt jetzt volle Konzentration. Aber natürlich ist kein Problem. Jetzt wieder los mit dem nächsten Zuma-Spiel. Der Fluch vom Mond.
Gerichtsmitglied Sarkophag von Nut. Jawohl, damit haben wir auch diese Episode beendet. Episode 8 von 10, das heißt, es bleiben noch 2 Episoden übrig. Beim nächsten Mal werden wir die letzte, die 8. Steintafel zerbrochen. Und ja, dann geht's schon in den Endspurt quasi, ne? Mit Episode 9, natürlich noch 10.